Hi, da sind wir jetzt wieder beim Teil 3 unserer Neuronotfall-Serie. Das Ganze basiert auf dem Paper Die prähospitale neurologische Untersuchung, das wir im Notfallmedizin Up-to-Date im Thieme Verlag veröffentlicht haben, jetzt in der Ausgabe, die jetzt da gerade rauskommt, im August, September 2017, September glaube ich, ja, kommt es jetzt dann raus. Und beschäftigt sich quasi mit dem Vorgehen, mit einer fokussierten neurologischen Untersuchung. Und der Hauptgrund, warum ich das geschrieben habe, erstens, ich habe jemanden, der sich auskennt damit, und zweitens, ich habe das selber immer Schwierigkeiten damit gehabt. In dem dritten Teil jetzt möchten wir uns jetzt nicht mit der Standarduntersuchung, mit diesem Workflow, den wir in den ersten zwei Teilen schon besprochen haben, beschäftigen, sondern eher, was ist denn eigentlich, wenn wir schon was vermuten? Simon, fangen wir gleich an. Standardalarmierung, die ich so kenne, gefühlt fast so häufig wie bewusstseinsgemindert am Bahnhof, ist Verdacht auf Schlaganfall. Wenn es in die Richtung Schlaganfall, also wir wissen eh, das impliziert sowohl die zerebrale Ischämie als auch die intrazerebrale Blutung. Für uns in der Klinik in der Übergabe am aller wichtigsten ist das Symptombeginn. Weil da geht es einfach um die potenziellen Interventionen, die systemische Thrombolyse, die mechanische Thrombektomie, die den Schlaganfall in den ersten Stunden, kann man so sagen, heilen kann. Alles danach ist quasi nur Schadensbegrenzung. Und nachdem wir gern heilen, ist uns das irrsinnig wichtig. Das heißt, vor Ort, und das kann man fast immer nur vor Ort erheben, wann hat er es begonnen. Und wenn man es nicht klar erheben kann, das gibt natürlich auch, Patientin wacht auf mit Schlaganfallsymptomatik, Patient kann nicht mehr reden, ist bewusstseinsgetrübt, was auch immer, dann ist zumindest wichtig, was ist die sogenannte Last Time Seen Well. Oder last seen well, er hat Mail raus, was es heißt, das heißt, was war der letzte Zeitpunkt, wo die Patientin noch gesund gesehen hat, was ist das potenzielle Zeitfenster von diesem Schlaganfall. Und auf Basis von dem können wir sowohl jetzt diagnostische Untersuchungen, also zum Beispiel eine Spezial-MRT, CT-Perfusion, was immer, wo man dann genauer diesen Symptombeginn eingrenzen können, oder wenn er klar ist, wissen wir einfach, was sind für Interventionen möglich und welche nicht. Und wie viel Stress haben wir quasi, weil wir die Zeit beschleunigen möchten, oder haben wir keinen Stress, weil Interventionen eh kein Thema mehr sind. Darüber hinaus natürlich der neurologische Status, so wie wir vorher gesagt haben, das heißt vor allem Defizite in der Sensomotorik, Halbseitensymptomatik, manchmal auch Tetrasymptomatik, wenn es in Richtung Hirnstamm Ischämien-Symptomatiken geht, Sprachsprechstörungen, allgemein Vigilanzorientiertheit, faciales Parese, das sind die Sachen, die im neurologischen Status relevant sind. Von der Grundanamnese, was uns immer wichtig ist, besteht die orale Antikoagulation, Blutzytonaggregationshemmung nicht, also auch fein, aber nicht also das ist jetzt interessant zu wissen, hat aber jetzt nicht so viel Konsequenz. Genau, aber, in der Frage zum Beispiel Makroman natürlich eine Konsequenz, wenn jetzt die Patientin Roxaban tatsächlich einnimmt und das lässt sich vor Ort sicher erheben, ändert das ja auch quasi einiges für mich, weil da war ja zum Beispiel die systemische Thrombolyse kontraindiziert. Das heißt, das hat eine gewisse Relevanz, oder wenn man zumindest den Medikamentenzettel vor Ort sieht und sieht, die Patientin sollte das nehmen, dann weiß ich wenigstens, die sollte das nehmen. Kann man spezielle Laboruntersuchungen machen, um zu schauen, hat sie das in ihrem System, wirkt es oder wirkt es nicht, und wieder quasi damit die Antwort für mich, kann ich zum Beispiel die Patientin ins System schlüssieren oder nicht. Das heißt, die orale Antikoagulation ist für uns das Allerwichtigste. Natürlich ist dann alles andere grundsätzlich relevant, was bei einem anderen Notfall relevant ist, aber auf das wollen wir jetzt nicht zu weit eingehen. Okay, das heißt zusammengefasst, bei Schlaganfall willst du wissen, was ist das Zeitfenster? Welche neurologischen Auffälligkeiten, auf welcher basieren wir übrigens diese Verdachtsdiagnose? Also Hemisymptomatik, Sprachsprechstörungen, so als zentrale Punkte irgendwie? Oder irgendwelche Sensomotorik-Ausfälle? Nicht nur, gibt ja mehr als Hemisymptomatik. Besteht eine orale Antikoagulation? Habe ich jetzt noch was vergessen? Na, was ich noch nicht erwähnt habe, was aber mindestens so wichtig ist, ist die telefonische Vorankündigung, wenn der Patient, die Patientin potenziell in einem Interventionsfenster, das wir jetzt ungefähr als 6 Stunden verstehen, das sich aber in Studien immer weiter ausdehnt, vor allem in Sondersituationen. Das heißt, wenn das akute Symptomatik ist, wo potenzielle Intervention passieren könnte, dann muss der Patient, die Patientin vorangewendet werden. In jedem System funktioniert das ein bisschen anders. Ich persönlich möchte nur telefonisch haben,
weil nur telefonisch adäquat, also direkt telefonisch von Notarzt zu diensthabenden Neurologen, Neurologin in der Notaufnahme, weil nur dadurch ich direkt eine Ahnung habe quasi und Sachen unmittelbar fragen kann. Wichtig ist, die Info muss da sein, weil dann kann ich mich vorbereiten, kann das CT freimachen, kann quasi und gewinne einfach sehr, sehr viel Zeit potenziell, weil alle quasi schon vorbereitet sind und vor Ort sind. Es ist ja nicht mehr so, dass man einen Schockkrampf hat, um den Vorzug anzukündigen. Hoffentlich nicht, und ja. Das ist mein Schlaganfall. auch nicht anders, weil da geht es auch um viel Zeit und da braucht man auch viele Ressourcen vor Ort, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders ausschaut im chirurgischen Schockraum. Am Ende geht es um ähnliche Sachen. Es geht darum, dass die notwendigen Untersuchungen und die potenziellen Interventionen genau. So schnell wie möglich passieren. Ich denke das genau. In einer gut organisierten Notaufnahme sollte es auch funktionieren und da muss eine gescheite Vorankündigung für jeden kritischen Patienten sein. Anders ist als der Bitzeln im linken Zeigefinger, aber ja, das ist nichts, aber das ist ja vollkommen klar. Zweiter Symptomkomplex, wo ich immer, ich rede immer über die Anforderungen, wo ich, wenn ich als Notarzt auf dem Display stehen habe, Verdacht auf epileptischer Anfall, dann hatte ich, glaube ich, einmal von einer Milliarde Mal wirklich einen epileptischen Anfall. Also der Krampfanfall oder die Epilepsie ist meistens was ganz anderes, kommt mir vor. Das ist entweder Kreislaufstillstand oder hypoxischer Krampf oder Schädel-Hirn-Trauma oder Psychose oder irgendwas anderes. Meistens ist es ja nichts. Aber es gibt ja trotzdem Patienten, die krampfen, vielleicht ist die Alarmierung wieder andere, ne? Vigilanzstörung oder Kollaps oder irgendwas. Und häufig ist der Krampfanfall ja schon vorbei, wenn wir dorthin kommen. Häufig, aus einem wirklichen Status, und das ist zum Glück nicht so oft, krampfen die ja nicht mehr. Das heißt, ich muss irgendwie rausfinden, was da los ist. Was willst denn du dann von mir hören? Du hörst ja dann das stille Postprinzip. Ich als Notarzt bin ja dann dort vor Ort, oder ich als Notaufnahmearzt kriege irgendeinen Patienten reinbracht, habe das selber nicht gesehen. Was soll ich denn da erfragen und dir dann weitergeben? Also was für uns relevant ist, ist einmal zum allerersten Mal, was ist passiert? Wie wird das erzählt von den Angehörigen? Die werden nie sagen können, genau, natürlich, wie lange es dauert hat, oder wie es ausgeschaut hat, der Patient das Bewusstsein verloren. Hat der Patient mit allen vier Extremitäten gekrampft oder nur mit einer, zwei oder gar nicht? Geht es um Sekunden oder um Minuten? Soweit kann man das in der Regel differenzieren, aus welcher Situation heraus ist das passiert? Richtung Synkope versus Krampfanfall zum Beispiel. Was auch relevant ist natürlich aus der Vorortuntersuchung, ist Zungenbiss, Harnstuhlabgang als potenziell typische Symptome für einen zerebralen Krampfanfall, weil man aber immer dazu sagen muss, dass all diese drei Sachen auch bei der konvulsiven Synkope genauso passieren können. Und was ich vor allem vom Notarzt und der Notärztin wissen möchte, gibt es ein postiktales Defizit. Wie lange braucht der Patient, die Patientin, um aufzuklären? In der Notaufnahme ist er dann oft schon klar, aber war er das gleich wieder oder gibt es ein Zeitintervall? Postiktales Zustandsbild spricht sehr für einen zerebralen Krampfanfall. Kein postiktales Defizit, also wenn der Patient gleich nach dem Geschehen ist gut, wieder vollkommen orientiert ist und überhaupt kein Defizit hat, spricht das sehr gegen den Krampfanfall und massiv für die konvulsive Synkope. Wir wissen generell, Synkopen sind viel, viel öfter konvulsiv, als man glaubt und kann man jedem Gesunden auslösen. Gibt es wunderbare Videos dazu im Internet. Das heißt, zusammenfassend, beim Krampfanfall ist dir die Anamnese wichtig. Ja. Also was ist da passiert? Genau. Oder vielleicht gab es sogar ein Trauma oder ist ja wurscht, irgendwie die Geschichte dahinter. Dann irgendwelche Auffälligkeiten wie Zungenbiss, Harnstuhlabgang, das ist ganz gut zu wissen. Aber die wirkliche Differenzierung, gerade wenn man so konvulsive Synkope dahinter glaubt, ist vor allem das postiktale Zustandsbild. Das ist was echt relevant ist, auch wenn man vielleicht erst später hinkommt zum Einsatzort oder erst später in der Notaufnahme, je nachdem, wo der Übergabepunkt quasi in die Fachneurologie sein soll. Ne? Okay, noch ein Bild finde ich in der Notfallmedizin präklinisch gar nicht so häufig als primäre Alarmierung. In der Notaufnahme aber, finde ich, ist es eins von den häufigsten Notfällen oder von den häufigsten Fällen, wo jemand in die Notaufnahme kommt und Hilfe sucht oder Abklärung sucht oder warum auch immer die dann kommen, ist der akute Kopfschmerz. Und da tue ich mir schon schwer, das zu differenzieren, was ist da jetzt dramatisch. Ich meine, der Vigilanzgeminderte, der vorher gesagt hat, der schlimmste Kopfschmerz seines Lebens, ja, na gut, okay, da denkt man an irgendwelche Blutungsgeschichten oder so. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt einen Kopfschmerz und der Patient gefällt mir nicht oder irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl oder der ist wirklich so schlimm, dass man sich denkt, oh, was möchtest du da von mir wissen? Was sind da die zentralen Fragen, die relevant sind beim Kopfschmerz?
Also für mich geht es vor allem um zwei Diagnosen in die Richtung. Es geht das eine ist die Subarachnoidalblutung, das zweite ist die bakterielle Meningitis. Mhm. Und dahingehend ist wichtig die unmittelbare Anamnese des Kopfschmerzes. Das heißt, hat der langsam begonnen, ist über Stunden schlimmer geworden, oder ist der typische Donnerschlag-Kopfschmerz, weil es aber plötzlich binnen Sekunden ein stärkster, nicht je erlebter, massiv schlimm empfundener Kopfschmerz da. Das ist schon mal sehr relevant, weil es einfach klar in gewisse Richtungen führt. Dann geht es natürlich um die Frage Meningismus. Mhm. Beide dieser Krankheiten können Meningismus sein, müssen beide aber auch nicht, muss man sagen. Ja, okay. Die SAB ohne Kopfschmerz, bakterielle Meningitis ohne Meningismus muss auch nicht zwingend gerade zu Beginn einen haben. Oder im Gegenzug im Koma sieht man meistens den Meningismus auch oft nicht mehr. Mhm. Aber was natürlich in Richtung der bakteriellen Meningitis relevant ist, ist die unmittelbare Anamnese der letzten Stunden und das Vorliegen von Fieber oder nicht. Was natürlich relevant ist, dann auch schon in der präklinischen Versorgung natürlich wie Glanztrübungen, die man primär natürlich einmal symptomatisch behandelt. Bei einer Subarachnoidalblutung, also wenn es irgendwie in die Richtung geht, ist es wichtig, den neurologischen Status, also bei all diesen Sachen natürlich den neurologischen Status zu machen, so wie wir vorher besprochen haben. Aber die SAB, wenn sie schwer ist, kann zum Beispiel Nervenausfälle machen, kann Hemi-Symptomatiken machen, je nachdem, wo sie lokalisiert ist, wie schwer sie ist. Das ist natürlich was, auf das man auch schauen muss. Okay, also wieder zusammengefasst, beim Kopfschmerz willst du eigentlich nur wissen, kann es sein, dass der jetzt akut blutet im Moment oder gerade geblutet hat, oder kann es sein, dass der eine schlimmstmöglich wäre, die bakterielle Meningitis oder irgendeine Hirnhautentzündung quasi hat. Genau, also Kopfschmerz. Wie ist der Kopfschmerz gelaufen, neu aufgetreten? Langsam immer schlimmer. Kann sein, dass das für Meningitis spricht. Das wäre dann was, wo du das anschauen würdest. Oder der schlimmstmögliche Kopfschmerz, bang, der drauf hat. Donnerstark Kopfschmerz, so habe ich es auch in der Uni gelernt. Irgendwann hat man das gesagt, das heißt Zerreißungskopfschmerz. Jedenfalls ganz, ganz schlimm, aber im Kopf plötzlich da. Ne? So denke ich. Das sind so die zwei Fragen, die du haben willst. Und dann natürlich gibt es irgendwelche Ausfälle oder irgendwas anderes, was auflegst. Das haben wir aber im normalen Neurostatus. Und das ist jetzt nichts, wo der ganz typisch sagt, immer hat der das oder immer hat der was anderes. Okay, das Letzte, bevor wir dann zur Vigilanzminderung kommen irgendwie, und das ist ja so sehr diffuses Krankheitsbild irgendwie, aber die Querschnittssymptomatik ist ja was ich selten gesehen habe und sogar selten nach einem Trauma. Beim Trauma gibt es ja schon irgendwie, dass Leute sagen, oh, ich spüre es jetzt nicht mehr. Aber auch da, gerade bei Wirbelsäulen vor erkrankten Patienten, dann kommst du irgendwie und das zuerst hat es wehgetan, jetzt kann man die Beine nicht bewegen. Was ist denn, also sagen wir mal, man vermutet, dass irgendeine Art von Querschnittssymptom. Die Beine haben vorher irgendwie funktioniert oder ein bisschen noch funktioniert und jetzt funktionieren es nicht, zum Beispiel. Was ist da wichtig? Wie du sagst, das ist grundsätzlich, muss man wirklich sagen, was Seltenes. Was halt natürlich, wie du eh schon indirekt angedeutet hast, ich meine, generell bei all diesen Sachen muss man sagen, aber ist die Frage Trauma, ja, nein. Mhm. Und damit geht es schon klar in eine Richtung. Natürlich, beim Trauma wartet man sich es vielleicht, wenn man einen entsprechenden Unfallmechanismus hat. Beim nicht traumatischen Patienten oder Patientin tendenziell nicht. Was beim Querschnitt natürlich wichtig ist, ist ihn genau sensormotorisch zu untersuchen. Wo fängt der Querschnitt an, wo hört er auf? Mhm. Und nicht nur die Motorik, sondern auch die Sensibilität. Also quasi, ist der tetraplegisch oder hat er einfach nur Fußheberparesen auf beiden Seiten? Gibt es einen sensiblen Level, wie weit geht der rauf? Was dann sehr relevant ist, hat der Patient Schmerzen zum Beispiel. Mhm. Weil jetzt meinst du Schmerzen im Rücken oder Schmerzen irgendwo in einem anderen Areal? In erster Linie im Bereich der Wirbelsäule. Wenn jetzt zum Beispiel Massenprolaps in der Lendenwirbelsäule kann zu einer Paraparese oder Paraplegie führen bei der Beine. Aber wenn der Patient massive Schmerzen hat, weist mich das in eine ganz klare Richtung, präklinisch wie klinisch. Auf der anderen Seite wichtig ist für uns, wie schaut es mit der Stuhl- und Harnkontrolle aus? Was ist da möglich? An was man immer grundsätzlich denken muss, wenn es in Richtung Querschnittssymptomatik geht, wie schaut es eigentlich um die Vitalparameter? Das ist was wir manchmal sehen, an das einfach nicht gedacht wird, aber dann schaut man einfach das und dann denkt man, dass die auch betroffen sind, muss man an den Sympathikus denken. Es gibt sowas wie einen spinalen Schock, also einfach mal auch wichtig ist da, was man grundsätzlich natürlich tut und sollte, zu schauen,
wie es um die Vitalparameter steht. Ganz gut, wenn da jemand ganz traumatisch seine Beine nicht mehr spüren kann und schlimme Rückenschmerzen hat, denkt man vielleicht gar nicht so als allererstes an die Hämodynamik. Ja? Mhm. Das verstehe ich, okay, das könnte mir auch passieren. Habe ich noch was Wichtiges nicht gefragt dazu? Ich glaube nicht. Zusammengefasst? Wichtig, also vielleicht ein Punkt, Transportziel ist aber eh logisch, muss man, aber ich möchte trotzdem nicht dazu sagen, natürlich so, jeglicher Patient mit akuter Paratetra-Symptomatik, Beschwerden-Syndrom, muss natürlich in ein neurologisches Zentrum einschließlich einer Neurochirurgie. Genau, also irgendwas, wo man genau wo. Potenzielle neurochirurgische Akutintervention angeht. Genau, okay, ja gut, dass du das sagst. Das heißt, zusammengefasst, du willst wissen, erstens Genese, ne? Trauma ja, nein, gibt es da irgendeinen Hinweis drauf? Zweitens, wie sind die Ausfälle und wo möglichst genau? Macht es da Sinn, das irgendwie zu markieren, wenn er echt sagt, okay, bis da spüre ich es nicht mehr, dass man da einmal einen Strich zeichnet, weil ich wüsste dann nicht, ob mir um 4 in der Früh dann, ob ich das Level dann zuordnen kann oder ob ich die Karte dann... Sicher, warum nicht? Dass man da einfach mit einem, Filzstift einfach einen Strich macht und sagt, okay, da ist jetzt ungefähr, dass man einfach das noch kommunizieren kann. Sicher, das spricht sicher nichts dagegen. Relevant ist ja der zeitliche Verlauf. Mhm. Okay. Plötzliches Auftreten versus Verschlechterung. Ja, ja, okay. Wochen sind dann selten notwendig. Und möglichst zu unterscheiden quasi motorisch und sensorisch. Ne? Kann jetzt den Arm bewegen, spürt ihn aber nicht oder spürt er ihn, kann ihn aber nicht bewegen. Ist ja wurscht, in welcher Ausprägung und in welchen Varianten dann auch immer. Dann Zielzentrum mit Neurochirurgie, so dass irgendwie möglich ist, wenn der Patient die Stabilität dazu hat und sonst zumindest die Voralarmierung so zu machen, dass der möglichst rasch dann transportiert werden kann mit Hubschrauber und so weiter, was halt da sinnvolles Mittel ist, je nach Thema. Okay, als letztes, Simon, haben wir noch die Vigilanzminderung. Und das klingt jetzt so, als würden wir da jetzt noch irgendwie eine Stunde drüber reden. Das ist aber eigentlich ein ganz eigenes Thema. Wir haben das auch im vorherigen Video schon mal kurz andiskutiert. Was interessiert dich beim Vigilanzgeminderten so schnell für die Neurosache? Dass man den Atemweg und so weiter sichern muss, das ist, denke ich, jetzt klar, wenn das notwendig ist. Aber wenn da was Neurologisches im Raum steht, was kann man da, was übersieht man vielleicht manchmal? Dann intubiert man den, der ist super versorgt, aber... Also ich glaube generell, wie du sagst, ganz für Differentialdiagnosen, da könnte man Stunden drüber reden. Aus neurologischer Perspektive, was wichtig ist in der Differentialdiagnose und damit auch vielleicht potenziell Transportzielbehandlung, Atemnarkoseeinleitung, ist die Frage, gibt es Lateralisationszeichen? Mit Lateralisationszeichen ist einfach jegliche Hemisymptomatik gemeint. Es fängt an mit einer Anisokorie und endet mit einer Hemiparese, Plegie, Hemigefühlsstörung, also Hypästhesie, Hemianästhesie. Oder einfach einem ein- oder beidseitig positiven Babinski, die mich einfach grundsätzlich jetzt einmal ins neurologische Eck führen können. Egal, ob das jetzt die große intrazerebrale Blutung, die schon ein bisschen Mittel in den Shift macht und darüber Bewusstseinstrübung, die dann oft eine ganz klare Hemisymptomatik hat, die Basilaristhrombose, die wir zu Beginn kurz besprochen haben, oder andere Erkrankungen. Das heißt, gibt es Lateralisationszeichen? Das ist die Frage, die quasi aus der neurologischen Perspektive sehr, sehr relevant ist, weil sie mich einfach in eine gute Richtung führt. Okay, das heißt zusammengefasst, der Patient ist bewusstseinsgemindert, man denkt sich, es könnte was Neurologisches sein, ABC, ganz klar, den Blutzucker darf man nicht vergessen, auch logisch, steht das auch ganz fett oben in unserer SOP und dann schaut man einfach Schnelllipopillen, ist da irgendwas auffällig? Man schaut einmal grob, ist irgendwo seitenmäßig was, reagiert auf einen Schmerzreiz zentral oder irgendwie auf der Seite und dann würde man einmal schnell den Babinski machen, da mal draufkratzen mit irgendwas festem Stethoskop oder irgendwas, was man halt so in der Tasche hat, während die anderen quasi die ABC-Sache weiter stabilisieren. Gut, liebe Leute, das waren jetzt doch einige Informationen zur Neurologie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Simon. Wen wir natürlich nicht ganz unerwähnt lassen dürfen, ist unser Senior-Autor, genau. Der Thomas Gattringer von der Uniklinik für Neurologie in Graz, Stroke Unit und Intensiv, oder nennt er sich jetzt dann plötzlich? Genau. Also danke auch an dich, Thomas, für die fachliche Oberaufsicht über den Artikel, muss man auch sagen. Zusammengefasst, ich denke, der Neurostatus ist was sehr differenziert sein kann, wo es auch gefährlich ist. Man kann beim 12-Kanal-EKG schreiben und vielleicht noch ein paar Ableitungen, aber da gibt es so einen definierten Standard. Bei der Neurologie, auch in den ERC-Leitlinien, gibt es einfach nichts. Das war jetzt ein Versuch von uns, da mal was in den Raum zu werfen.
Ich hoffe, es gefällt. Wir verlinken das Paper, da stehen noch ein, zwei Sachen dazu. Wenn ihr Fragen habt, entweder zum Paper, steht im Paper noch die E-Mail-Adresse vom Simon, sonst könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gern einfach jederzeit schreiben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ja, wir sehen uns bei Nerdfallmedizin. Ciao! Ciao!